Hallo, heute wartet Brasso in Emerald Green auf dich und das Kreativmedium. Ich werde dir zeigen, was man Schönes damit machen kann. Und zwar wird das Brasso erstmal ganz fein auf die Oberfläche gestäubt. Normalerweise nehme ich einen Pinsel, aber hier ist jetzt gerade schon so viel aus dem Deckel gekommen, dass ich das direkt aufs Papier geben kann. Und stäubt das einfach nur auf die Oberfläche. Du siehst also, es ist wirklich ganz, ganz wenig nur auf der Oberfläche zu sehen. Also wirklich minimal aufgebracht. Dann wird das Ganze mit Wasser bestäubt. So aus ungefähr 20 cm Entfernung. Dann siehst du, dass es punktuell aufspringt. Wenn ich näher rangehe, geht die Farbe flächiger auf. Brasho springt in verschiedene Farbregionen auf, je nachdem, wie die Farbe gemischt ist. Bei dem Emerald Green ist halt sehr viel Gelb mit dabei. Dann gebe ich in das Feuchte erneut etwas von dem Emerald rein und dann sieht man schon, dass hier die Farbe dann etwas dunkler bleibt. So gestalte ich meinen Hintergrund. Ihr könnt hier schon sehen, wie sich da, wo jetzt im Nachhinein auf die feuchte Fläche das Grün gegeben wurde, das schön dunkel verfärbt und auch ansonsten hier hinten sehr schön verläuft. So lasse ich das Ganze jetzt und lasse es Der trocknen. Hintergrund ist jetzt so gut wie trocken, deswegen werden wir jetzt darauf schablonieren. Dafür nehme ich das Kreativmedium, das ist irisierend und leicht grün. Man sieht es kaum, weil es ist eigentlich transparent und es kommt eben auf farbigen Untergründen oder dunklen Untergründen dann so richtig zum Tragen. Ich habe darüber auch schon mal einen Artikel geschrieben, wenn ihr auf meinem Blog schaut unter Kreativmedium, da könnt ihr dann auch noch mal genau schauen, wie es sich auf dunklem Untergrund aussieht. Ich habe jetzt hier eine Rautenschablone, die lege ich jetzt hier auf. Und bringen mit einem Spachtel, einen Silikonspachtel habe ich hier, der Katalyst, und spachtel damit mein Medium auf. Medien, Gelmedien und Kreativmedien sind alle so leicht feucht. Damit löst man den Untergrund nochmal so ein bisschen an. Das heißt, diese Medien nehmen dann ein bisschen was von der Farbe auf und dadurch verändern sie ihre eigentliche Optik, was ich persönlich sehr schön finde. Hier kann man das schon so ein bisschen erkennen, dass es eigentlich ja ein transparentes Medium ist, so einen ganz leichten Grünstich hat, der jetzt durch den grünlichen Untergrund verstärkt wird. Nach dem Trocknen können wir das dann halt sehr schön weiterverarbeiten. Ja, das war's, was ich euch heute zeigen wollte. Die fertige Karte findet ihr wie immer auf meinem Blog. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dort vorbeischaut, hier bei dem Video und auch dort auf meinem Blog einen Kommentar hinterlassen würdet, damit ich weiß, wie es euch gefallen hat. Und für den Austausch, ich sehe auch sehr gerne, was ihr macht. Wenn ihr Lust habt, mir was zu zeigen, dann könnt ihr mir gerne einen Link schicken. Dann gucke ich mir das mal an. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sage bis morgen.